Herbstklausur der Freie Wähler Landtagsfraktion im unterfränkischen Großwallstadt. Zu Beginn der Tagung stand die aktuelle Flüchtlingskrise im Mittelpunkt. Der Fraktionsvorsitzende Hubert Aiwanger fand klare Worte. Man dürfe die Situation nicht schönreden, sondern müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen. Wir erleben derzeit im Asylbereich ein gnadenloses Staatsversagen. Das heißt, der Staat ist nicht mehr in der Lage, seine Grenzen zu kontrollieren. Er weiß nicht mehr, wie viele Menschen überhaupt ins Land gekommen sind in den letzten Wochen. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen diese Zahlen reduzieren. Und mein konkreter Vorschlag ist hier, mit einer UNO-Schutzzone in Syrien tätig zu werden. Neben der Asylpolitik beschäftigten sich die Freie Wähler-Abgeordneten auch mit dem Thema Bildung. Am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld konnten sie sich vom Erfolgsmodell des neunjährigen Gymnasiums überzeugen. Seit Einführung der Mittelstufe Plus stiegen die jahrelang rückläufigen Schüleranmeldezahlen dort um 33%. Derzeit wird an insgesamt 47 Pilotschulen in Bayern das neunjährige Gymnasium angeboten. Ja, wir sind als Freie Wähler noch lange nicht am Ziel, was das Bayerische Gymnasium anbetrifft. Wir wollen, dass alle Gymnasien in Bayern die Wahlfreiheit haben. Und wir sind auch überzeugt, dass die Wahlfreiheit genau das Richtige ist. Denn es gibt auch Schüler und Schülerinnen, die mit dem G8 zurechtkommen und die sollen das weiter auch belegen dürfen. Aber die weitaus größere Zahl ist nahezu erleichtert, um ein Jahr länger das Gymnasium besuchen zu können. Das bayerische Schulsystem stehe in den kommenden Monaten vor einer weiteren Herausforderung, erklärt Felbinger. Grund sei der hohe Zustrom an Flüchtlingen. Mindestens 1000 zusätzliche Lehrer seien daher dringend notwendig. Auch der steigende Fluglärm am Untermain stand auf der Tagesordnung der Herbstklausur. Gemeinsam mit Vertretern der örtlichen Bürgerinitiative suchte die Fraktion nach einer geeigneten Lösung. Wir fordern ein lärmärmeres Anflugverfahren und, was wichtig ist, noch mehr Messstellen, denn nur was objektiv dokumentiert ist, lässt sich dann als Forderung gegenüber dem Umweltministerium nachweisen. Zum Abschluss ihrer Klausur beschäftigten sich die Freien Wähler mit der Frage, ob die geplanten HGÜ-Trassen durch Bayern tatsächlich notwendig sind. Um darauf eine Antwort zu erhalten, hatte die Fraktion beim Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Lorenz Jarras ein Gutachten in Auftrag gegeben. Was der zentrale Punkt ist im Gutachten, und das zeigen auch unsere Forderungen im Landtag, die Bundesregierung, die Bayerische Staatsregierung setzt ganz klar auf Kohlestrom. Und das ist für uns nicht die Zukunft der Energieversorgung. Wir wollen im Prinzip den Ausbau der Erneuerbaren, wir wollen die Flexibilität, wir wollen unsere modernen Gas- und Dampfkraftwerke am Netz. Und genau das bringt das Gutachten zutage. Die Energiewende ist eine der zentralen Aufgaben der Zukunft. Sie kann nur gemeinsam mit den Menschen im Freistaat gelöst werden. Genau dafür stehen die Freien Wähler. Politik für die Bürger und mit den Bürgern.